Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Chiplead. Wir melden uns hier aus dem Concord Kart Casino Simmering zum ersten Finaltag der Concord Million 2017. Wir haben mal alle Zahlen für euch gesammelt, deshalb habe ich einen kleinen Notizzettel dabei, denn das muss ich ablesen. Der Rekord wurde auf jeden Fall aufgestellt, was den Preispool angeht, so viel war hier noch nie im Pott. Dieser Preissumme wurde übertroffen und zwar ganz schön groß sogar. 1,191.550 Euro, das sind 1.191.550, ordentlich drüber, definitiv, so viel liegt hier im Pott. Am Ende gibt es für den ersten Platz 200.700 Euro, das ist einiges. Vielleicht kommt zum Deal, vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber das werden wir dann übermorgen besprechen. Und 236 Spieler durften hier heute wiederkommen. Darüber hinaus gab es 9 Doppelqualifikationen, so viel wie auch noch nie zuvor. Und einen kleinen Funfact habe ich auch noch vorbereitet. Und zwar hat einer von diesen Doppelqualifikanten, das ist der Maciej Kondraschuk, ein Pole, der hat es geschafft, einen Stack von 75.000 Chips in den Finaltag zu bringen. Aufgrund seiner Doppelqualifikation sitzt er jetzt hier allerdings mit über 800.000 und das bedeutet für ihn, dass diese 75.000 Chips am Ende 4.000 Euro wert waren. Das muss man erstmal hinkriegen, das war weniger als Startstack. Definitiv beeindruckend. Wir werden mal einen ganz kurzen Blick hier in den Turniersaal werfen, um mal zu schauen, wer denn alles noch so dabei ist. Und zwar kriegt es unter anderem Christian Bauer, den wir hier sehen, es mit Dennis Wilke zu tun. Der hat sich gestern qualifiziert, den hatten wir ja schon kurz im Bild. Beide bringen etwas über 2 Millionen an Chips ins Spiel. Außerdem haben wir ein kleines Kaffeekränzchen eingefangen. Sebastian Pauli sitzt direkt neben Felix Trau. Sebastian bringt 3,5 Millionen mit ins Spiel. Felix hat derweil 1,2. Und auch Severin Schleser konnte sich qualifizieren. Mit knapp 500.000 sitzt er direkt neben Robin Hegele, der 2,38 Millionen vor sich stapelt. Und neben diesen prominenten Gesichtern haben wir noch jemanden entdeckt, den wir schon länger nicht gesehen haben. Dieser Mann, zu meiner Linken, zu eurer Rechten, hat sich in letzter Zeit etwas rar gemacht, um jetzt hier auf der Concord Million ganz groß aufzutrumpfen. Guck mal, Junge, sag mir, wie lange haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen? Puh, ich glaube, das letzte Mal in Montesino beim Party Poker Event, da haben wir uns kurz gesehen und davor mindestens ein Jahr nicht. Mindestens ein Jahr, das gab es ja noch nie, Wahnsinn. Ey, erzähl uns doch mal, wie läuft's denn hier so? Na, gar nicht gut. Ich habe als Shorty begonnen, so wie immer, mit knapp 300.000 und bin jetzt bei 200.000. Also jetzt nur langsam abbauen, um dann irgendwann mal reinzuhüpfen. Obwohl, das ist ja noch gar nicht nötig. Die Blinds sind ja noch recht entspannt, oder? Ja, jetzt habe ich 20 BBs, also jetzt wird es dann schön Zeit, einmal reinzuhüpfen und entweder nach Hause zur kleinen Tochter und zur Frau oder weiter grinden. Was ja auch grundsätzlich keine schlechte Idee ist, ja? Wunderbar. Die nächste Hand wird ausgeteilt. Kovi, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Mach was aus deinem Stack und vielleicht bist du ja morgen nochmal dabei. Na, hoffentlich. Super, dann lass dir gut gehen.